Na, hoffentlich kriege ich die Spannung von gestern nach heute übertragen. Nach so einer guten Vorbereitung. Vielleicht mache ich ausnahmsweise mal was ich bisher, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Wiederhole nochmal den letzten Satz. Ich muss nur erst das Kind... Da stockte sie und es schüttelte sie wieder über den ganzen Leib. Und sie schloss die Augen von neuem. Plötzlich wurde sie wieder stiller, als sinne sie über etwas nach. »Ist es wahr?« sagte sie mit furchtsamem Ton. »In die Kirche soll ich mit ihm, und ihr wollt den Segen über uns sprechen?« »Ja, wenn das anginge, das wäre wohl schön. Aber ich weiß es besser. Ihr seid alle betrogen. Wenn ihr es tun wolltet und es käme die Stelle, ob jemand Einspruch zu tun hätte, dass der André und die Moidi ein Paar werden sollen, da würdet ihr es erleben. Da würde plötzlich die Mutter am Hochaltar stehen und lachen, dass sie euch betrogen hat. Und ihr könntet den Segen nicht sprechen. So wird es kommen. Ich weiß es besser.« »Moidi«, sagte der Geistliche Herr mit fester Stimme, »du bist ein unwissendes Ding. Was du da schwatztest, ist alles eine Vorspiegelung des bösen Feindes, um dich in noch größere Sünde zu verstricken. Ist es dir nicht genug, wenn ich dir sage, ich weiß, wer des André Mutter und Vater sind, und ich darf's nur nicht sagen, weil es mir von denen verboten ist, denen ich Gehorsam schuldig bin?« Sie sah plötzlich groß auf zu ihm, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen. Aber in ihrem Gesicht lag ein so angstvolles Flehen, dass er tief davon erschüttert wurde und sich abwenden musste, um sich wieder zu fassen. Da hörte er, wie sie leise höhnisch vor sich hin lachte. »Seht ihr wohl«, sagte sie, »ihr könnt mir nicht dabei ins Gesicht sehen. Es ist alles erlogen, nur damit ich wieder froh werden soll. Der André wird euch darum gebeten haben. So geht es ihm zu Herzen, aber wer kann uns helfen? Wenn ihr wüsstet, wer seine Eltern sind, würdet ihr wohl zu ihnen gehen und ihnen davon sagen, dass man mit Fingern auf die Moidi und den André zeigt, weil die Leute sagen, sie seien Bruder und Schwester und hätten doch ein Kind. Aber ihr könnt die Eltern nicht rufen, denn wo sind sie? Die Mutter kenne ich wohl, sie hat mir es im Traum gesagt. Mich macht niemand irre, ich weiß es besser.« Da widerstand er nicht länger. »Höre ich mich an«, sagte er und trat dicht an ihr Bette. »Ich kann deine armseligen Reden nicht mehr hören und will dir sagen, was ich weiß und was so wahr ist, wie dass du ein barmherziger Gott im Himmel wohnt. Aber gelobe mir erst bei deiner armen Seele, dass du nie einen Menschen, am wenigsten dem André, das widersagen willst, was ich dir gegen meine Pflicht und kirchlichen Gehorsam vertrauen werde, weil dein Geist schwer verstört ist und es schlimmer werden möchte, sofern ich schweige. Willst du mir auf das heilige Sakrament versprechen, es für dich zu behalten?« Sie nickte dreimal mit aufmerksamer Miene, in der ein schwacher Schimmer von Hoffnung aufdämmerte. Sie fuhr er fort, »der André bedarf's nicht. Er hat keine Zweifel und Gewissensqual und wird dich ohne Furcht in die Kirche führen. Und ich denke wohl auch, dass dann seine Mutter mit unter den anderen sitzen und im Stillen den Segen mitbeten wird. Aber nicht der abgeschiedene Geist der Maria Ingram, deine arme Mutter, sondern«, und er neigte seinen Mund dicht an ihr Ohr, »die Tante Rosine, die Anna Hirzer, die ihn aus der Taufe gehoben, die wird mitbeten und wahrlich keinen Einspruch tun.« Er hatte die Worte mit hastigem Flüstern herausgestoßen und fuhr wie von einer eigenen Rede erschreckt in die Höhe, ob kein Dritter sie gehört habe. Das junge Weib saß still und starr. Es war, als hätte die Enthüllung dieses Geheimnisses keinen Eindruck auf ihre verstörte Seele gemacht. »Nun, du so viel weißt, meine Tochter«, fing der kleine Priester nach einer Pause wieder an, »sollst du auch wissen, wie das alles gekommen ist, denn sonst dächtest du, auch das sei nur eine Vorspiegelung. Du weißt aber wohl, dass deine Mutter den kleinen André damals von der Alm mit heruntergebracht hat. Auf selbiger Alm hat ihn die Anna Hirzer geboren. Ein Jahr zuvor nämlich ist ein fremder Herr aus Deutschland nach Innsbruck gekommen, ein Offizier, der hatte einen Feldzug gegen den Napoleon mitgemacht und, wie seine Wunden geheilt waren, schickten ihn die Ärzte ins Tirolheim hinein, weil die Luft droben, wo er zu Hause war, ihm nicht gut tat. Nun, da hat er die Anna Hirzer auf der Straße gesehen und ist bald richtig zwischen ihnen geworden, denn er war ein rascher und ritterlicher Herr
Und was er sich in den Kopf gesetzt hatte, das musste geschehen. Gerade wie der André es von klein auf gemacht hat. Aber die Sache hatte noch einen schlimmen Haken. Denn der Offizier, du hörst doch, was ich sage, Moidi. Sie nickte rasch mit dem Kopf und hob beide Hände auf, als wollte sie ihn bitten, sich nicht über ihr starres Wesen zu wundern, sondern ruhig fortzuerzählen. Ja, siehe, Kind, er, der Herr, er war ein sonst wackerer Herr von Adel und Reich und gedachte, die Anna auch zu heiraten, aber er war ein Lutheraner und wollte von unserer heiligen Kirche nichts wissen. Und die Anna weinte Tage und Nächte, dass sie ihn in der Verdammnis wissen und nicht helfen sollte. Und als sie merkte, dass ihr Bitten und Beten nichts über ihn vermochte, ist sie zu ihrem Beichtvater gegangen. Der hat ihr geraten, ihr Herz Gott zum Opfer zu bringen und vor dem Versucher zu fliehen. Und weil sie ein frommes und heiliges Gemüt hatte, ist sie auch wirklich von Innsbruck weg, ganz heimlich, dass es ihr Bräutigam erst erfuhr, als sie schon wieder auf den Gäuen angekommen war, bei ihrem Bruder. Der hat sie sehr gelobt, dass sie lieber geflohen war, als das schwere Ärgernis zu geben. Denn du weißt, dass die Hirzas allezeit eifrig gewesen sind für unseren katholischen Glauben. Und der Josef pflegte zu sagen, lieber den rechten Arm wollt er missen, als ein Glied seiner Familie verloren gehen an die Ketzer und Widerchristen. Die Anna aber hatte sich doch zu viel zugetraut, denn schon nach ein paar Tagen glich sie sich selber nicht mehr und ging wie ein Schatten herum. Nahm auch kaum einen Mund voll Speise, dass ich dachte, sie wird ausgehen wie eine Lampe, der man kein Öl nachschüttet. Sie hing schon allzu sehr an dem Fremden und Gott weiß, was ich drum gegeben hätte, wenn sich die armen Leute hätten ehelich verbinden können. Ich hab auch mit dem Herrn Dekan damals viel verhandelt, aber zuletzt zerschlug sich's immer wieder, weil die Kirche nicht auch verdammt sein sollten. Das hätte auch die Anna nicht übers Herz gebracht. Und so vergingen 6 oder 7 Tage. Da kommt der Josef eines Morgens zu mir, feuerrot vor Wut und Ärger, und erzählt mir, der Ketzer, der Bräutigam, sei nun wirklich nachgereist und wohne auf Schloss Trautmannsdorf, weil er mit dem Grafen bekannt sei. Was nun werden solle? Ich wieder zum Dekan und wieder der alte Bescheid und dann zur Anna hinauf und von der zu dem Fremden. An die Tage will ich denken, so alt ich werden mag. Die haben mich nicht wenig Schweiß und Herzblut gekostet. Aber während wir noch alle mit Sorgen und Reden und Raten zu schaffen hatten und ich fast glaubte, wir würden an den Fremden, der ein sehr ehrerbietiges Benehmen gegen mich hatte, die Kirche einen verlorenen Sohn zuführen, wusste sich der trotzige und waghalsige Mann heimlich des Nachts auf Schloss Gröhen zu schleichen und trotz der Wachsamkeit des Josefs seine Liebste wiederzusehen. Wohl 4 Wochen lang dauerte die Heimlichkeit. Eines Morgens aber, noch lange vor der ersten Messe, als er in der grauen Dämmerung eben wieder fort wollte, und zwar wie immer zum Fenster hinaus, wo neben der rauen Burgmauer die Fichte so dicht stand, dass er sie wie an einer Leiter herunterschwingen konnte. Da war der Josef Hirzer früher als sonst aufgewacht und sah die Gestalt herabklimmen und wusste alles. Da gab es einen wilden Kampf in der stillen Schlucht oben, wo es nach der Neif zu steil abfällt. Und die Anna musste aus ihrem Fenster mit ansehen, wie der Bruder den Bräutigam zuletzt niederrang und ihn mit Füßen trat. Der Fremde aber war gegen einen Felsen gefallen, hatte sich so schwer verletzt, dass er sich nur mühselig, ehe es Tag wurde, bis nach Trautmannsdorf schleppen konnte und dort elendig da niederlag. Er verlangte gleich, sobald er zur Besinnung kam, fort, und so ließ ihn der Graf in seinem eigenen Wagen nach Venedig bringen, und kaum 3 Wochen war er dort, so kam die Nachricht, dass er gestorben sei. Der kleine Priester schwieg ein wenig, nahm bedächtig eine Prise aus dem Rindendöschen und sagte dann vor sich hinblickend, Friede seiner Seele. Er war ein feiner und edelmütiger Kavalier und stattlich von Gesicht und Statur. Der André ist sein wahres Ebenbild, nur dass er kleiner ist und die Augen von der Mutter hat. Niemals ist mir so nahe gegangen, wie damals zu denken, warum doch der verschiedene Glaube unter den Menschen bestehen muss und der eine Verdammten, der andere selig machen. Aber Gott hat es so eingesetzt und wir kurzsichtigen Menschen müssen es hinnehmen. Ich war es selbst, der aus Venedig die Nachricht der Anna bringen musste. Das war auch ein saurer Gang, meine Tochter. Es ist aber hernach wieder friedlich droben zugegangen. Der Josef und die Anna haben sich kein böses Wort darüber sagen dürfen, sie hatten sich beide was zu vergeben.
Und wie der Sommer kam, so ist die Anna zum Schein nach Bozen abgereist. Heimlich aber ging sie auf die Alm zu deiner Mutter, denn außer uns Fünfen hat nie eine lebendige Seele erfahren, was in jener Nacht geschehen. Heiligsblechle.